Dieses Video ist entstanden in Partnerschaft mit Kennzeichen Express, deinem Online-Shop für Kfz-Kennzeichen. Leute, ich hab's schon wieder getan. Ihr habt's ja schon im Titel gesehen. Es ist immer noch unglaublich unnötig. Es verbraucht viel zu viel Sprit und es ist auch immer noch viel zu laut. Dieses Mal gibt's wieder den Dodge Charger als Hellcat, aber endlich bei zweistelligen Temperaturen und auf Sommerreifen. Viel Spaß! Los geht's wie immer mit dem Schlüssel. Wir haben selbstverständlich den roten Hellcat-Schlüssel. Hinten drauf steht SRT und vorne drauf, na komm her, haben wir ein paar Knöpfe. Entriegeln, verriegeln, Kofferraum öffnen. Diesen Knopf, wo zweimal drauf steht und der Pfeil im Kreis, das ist der Fernstart, habe ich euch gerade gezeigt. Und der Panic-Button. Wenn ich den gedrückt halte, geht die Alarmanlage an. Das Auto fängt an zu blinken und sagt, hallo Hilfe, ich bin hier in Gefahr, wenn es zum Beispiel zu einem Überfall kommt, was wahrscheinlich täglich passiert auf amerikanischen Supermarktparkplätzen, denn deshalb haben amerikanische Autos diese Funktion. Keine Ahnung. Als erstes gucken wir diesen Monster natürlich unter die Motorhaube und das, was hier zum Vorschein kommt, das lässt die Herzen von Petrolheads wie mir höher und schneller schlagen, denn hier drunter verbirgt sich ein 6,2 Liter Hemi V8 und weil das nicht reicht, ist hier bei der Hellcat oben aufgeflanscht auch noch ein Kompressor, der dafür sorgt, dass aus diesem Aggregat 717 PS und 881 Newtonmeter Drehmoment heraus sprudeln und für Freude sorgen. Und weil das alles nur auf die Hinterachse geht, macht das auch besonders viel Spaß, sobald der erste Tropfen Regen fällt. Denn dann könnt ihr euch darauf verlassen, ihr biegt immer quer ab. Egal was ihr macht, die Traktionskontrolle ist immer überfordert. Wir gucken uns jetzt als erstes mal das Design hier vom Charger als Hellcat an und was euch jetzt vielleicht auffällt, das ist dieses Kennzeichen von Kennzeichen Express. Stellt euch vor, ihr kauft euch ein Auto. Ich würde das dann so machen, naja, ich tippel so zur Zulassungsstelle und lass die Karre zu und dann wird dir gesagt, guck mal hier, geh zur Bude direkt davor, hol dir direkt dein Blechschild, dein Kennzeichen, gehst raus und zahlst so im Schnitt meistens ungefähr 40 Euro. Es ist irgendwie teuer, aber irgendwie gibt es auch nicht so richtig eine günstigere Alternative. Das klingt ja fast nach einer Art Kennzeichenkartell. Hört sich an, als wäre das ein Fall für das Team von Ayman Abdallah und Galileo Mystery. Nein, Quatsch. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das Kennzeichenkartell ist eine echte Sache. Vor ein paar Jahren gab es sogar da vom Bundeskartellamt eine richtig fette Abmahnung. Es mussten mehrere Firmen mehrere Millionen Euro Strafe zahlen, weil da illegal Preisabsprachen getroffen wurden und den Kunden das Geld aus der Tasche gezogen wurde. Und dann kam Kennzeichen Express. Ist ein deutsches Unternehmen, familiengeführter mittelständischer Betrieb. Die verschicken Kennzeichen online und das nicht nur deutlich günstiger bei einem normalen Kennzeichen, 15 Euro für vorne und hinten, sondern auch noch innerhalb von einem Tag. Und wenn das Kennzeichen nicht innerhalb von spätestens 4 Tagen da ist, kriegt ihr das Geld komplett zurück, beziehungsweise ihr kriegt euer Kennzeichen gratis. Aber die sind sich sehr sicher, denn deutlich über 90% der Kennzeichen sind direkt am nächsten Tag per DHL bei euch zu Hause. Und was richtig, richtig cool ist, finde ich jedenfalls, die sind nicht nur günstiger, die machen es auch noch besser. Warum? Mit jedem Kennzeichen, was ihr kauft, tragt ihr einen kleinen Teil dazu bei, dass Aufforstungsprojekte unterstützt werden. Ihr kauft euch also ein Auto, lasst das zu, zahlt viel weniger für euer Kennzeichen, unterstützt damit auch noch die Umwelt und könnt dann auch noch schönere Kennzeichen haben. Ja? Ich meine, hier, guckt euch das an, Kennzeichenträger Kennzeichen Express, Deutschlands günstigste Kennzeichen. Ich könnte mir da jetzt auch zum Beispiel meinen Lieblingsfußballverein draufdrucken lassen oder ich könnte mir meinen Namen draufdrucken lassen. Und was natürlich auch eine super coole Sache ist, angenommen, ich kaufe mir ein Auto, ich würde mir wahrscheinlich das Kennzeichen machen lassen, Halle AA für Asphaltart und dann eine 19 fürs Gründungsjahr. Dann gehe ich einfach auf kennzeichenexpress.de,
Such das Kennzeichen raus, krieg sofort eine Weiterleitung zu meiner örtlichen Behörde und kann mir das Kennzeichen reservieren. Und wenn ich dann mein Auto anmelde, dann laufe ich mit stolz geschwellter Brust bereits mit meinen Kennzeichen in die Behörde, lass mein Auto zu, klick die Kennzeichen dran und dann geht der Spaß los. Wenn ihr zum Beispiel auch ein Kennzeichen braucht für euren Fahrradträger oder für euren Anhänger, weil ihr euch jetzt nicht unbedingt direkt ein neues Auto kaufen wollt, könnt ihr natürlich auch dort bestellen, super unkompliziert, super günstig und super schnell bei euch zu Hause. Ist echt eine super Sache, die unterstützen uns bei diesem Video. Der Link zu allem, was die machen, ist natürlich hier in der Videobeschreibung. Guckt da sehr, sehr gerne mal vorbei und holt euch doch euer nächstes Kennzeichen einfach bei denen. Jetzt gucken wir uns das Design am Charger Hellcat an. Los geht es natürlich mit den Lampen. Mich fressen schon wieder die Mücken auf. Das sind Xenon-Scheinwerfer und hier in Europa, zumindest wenn ihr euch das Auto bei AEC Europe bestellt, das ist der größte Dodge- und Ram-Importeur in Europa, kommt das Auto auch immer mit Xenon-Scheinwerfern. Das, was hier ringsrum geführt ist, das ist das Tagfahrlicht und mittig dann der Blinker. Hier blinkt nichts dynamisch oder sowas, es gibt auch kein Matrixlicht, gar nichts, einfach nur schnöde Abblendlicht und Fernlicht. So wie er hier steht bei AEC, kostet das Auto so ganz knapp unter 90.000 Euro. Da ist dann aber auch alles drin. TÜV, alle relevanten Umbauten für Deutschland. Ihr dreht den Schlüssel rum, habt Garantie und könnt euch freuen. Hier unten gibt es auch nochmal Lufteinlässe und an dieser Stelle sei direkt mal gesagt, alles was an diesem Auto irgendwie hier aussieht, als könnten hier Gitter sein und Kühler dahinter, ist auch tatsächlich echt. Hier geht es überall rein hinter diesem Kühler, auch hier unten nichts fake. Überall geht die Luft rein, um dieses Monstrum von Motor kühlen zu können. Dann haben wir hier unten, vorne zieht, das Auto macht quasi die ganze Zeit so und sieht dadurch natürlich super brutal, super aggressiv aus. Hier auf der Seite ist nochmal der SRT-Badge und daneben die Hellcat. Daran natürlich ist zu erkennen, dass wir hier eine Hellcat fahren. Ansonsten auf der Motorhaube ist hier oben nochmal ein massiver Power Dome. Jetzt könnte man denken, ja, hier geht die Luft rein und dann wird die in den Kompressor gesaugt und dann wird das verbrannt. Ist aber nicht der Fall. Dieser Platz ist einfach nur nötig, damit hier der Kompressor drunter passt und es sorgt dafür, hier geht Luft rein, verteilt sich unter der Motorhaube und strömt dann hier links und rechts aus den Auslässen wieder raus, um die Wärme von diesem Riesenblock unter der Motorhaube irgendwie loszuwerden. Die aktuelle Höllenkatze der Charger Hellcat ist 5,11 Meter lang. Er ist 1,99 Meter breit, selbstverständlich ohne Außenspiegel. Und er ist 1,46 Meter hoch. Mit den Außenspiegeln überschreitet er natürlich die 2 Meter, aber gar nicht um so viel, denn ihr seht schon, wir haben dieses Mal wieder einen Dodge Charger Hellcat als Widebody. Wenn ihr den bei AEC Europe bestellt, gibt es den nämlich immer als Widebody und deshalb hat er hier vorne und auch hinten am Hintern richtig ordentlich zugelegt. Wir gucken uns jetzt erstmal die Felgen an. Das sind in unserem Fall 20 Zöller. Er ist wirklich unglaublich konkav hier, diese Felge. Steht dem Auto sehr gut, sieht so ein bisschen asozial aus, bisschen brutal. Eigentlich mag ich das nicht so gerne, aber ich finde, dieses Auto, das darf das. Drauf sind 305 x 35 im Maße 20 Zoll. Es sind also Riesenreifen und das ist die Vorderachse. Genauso sieht es aus auf der Hinterachse. Dahinter verbirgt sich eine Performance-Bremse von Brembo. Die braucht das Auto auch. Es ist groß, es ist schwer, es ist sehr, sehr schnell. Über 320 km/h läuft der Charger als Hellcat, wenn ihr richtig Platz habt. Und da möchte auch entsprechend verzögert werden. Dahinter gibt es dann nochmal das Hellcat-Symbol. Daran natürlich zu erkennen. Klar, wir fahren hier eine Hellcat, 717 PS, 881 Newtonmeter. Es gibt noch eine krassere Version von diesem Auto. Ich warte sehnsüchtig darauf, dass sie irgendwann mal in Deutschland bei AEC verfügbar wird. Dann wäre hier nämlich noch so ein kleiner roter Stein in diesem Auge. Dann wäre es ein Charger Hellcat Red Eye. Noch unvernünftiger, noch mehr Leistung, was man halt dringend braucht bei diesem Auto, ne? Weiter geht's. Wir haben hier wirklich alles all black, everything. Die Außenspiegelgehäuse sind komplett in schwarz. Die Einrahmungen der Fenster sind komplett in schwarz und zwar in matt. Ich finde, das ist echt ein ganz geiler Kontrast so. Hochglanzschwarz, mattschwarz. Dadurch sieht man überhaupt erstmal dieses abgesetzte Greenhouse und es sieht einfach unglaublich böse und finster aus. Ich habe an der Fahrer- und an der Beifahrerseite Keyless Entry und Keyless Close. Hinten gibt es das nicht. Und die Tür hier hinten, wenn die sich hier so rauszieht, guckt euch das mal an. Ich mache die mal auf. Guckt mal bitte, wie weit die sich in diesen Radkasten reinzieht, beziehungsweise wenn ich hier mal die Tür aufmache und ihr ein Stück rumkommt, wie nackig das hier ist, wenn die Tür hinten offen ist. Und dann setzt hier diese unfassbar
frech breite Arschbacke an. Es sieht einfach gut aus. Das Auto hat so einen krassen Auftritt, wenn es auf der Straße steht. Alle Leute drehen sich um, ja, zum größten Teil, weil sie irgendwie entsetzt sind und es asozial finden. Aber ein paar sind auch dabei, die es einfach richtig cool finden. Und da sind wir auch schon an einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ihr überlegt, euch so einen Charger als Hellcat zu kaufen, dann müsst ihr einfach damit rechnen, dass es Leute gibt, die mit dem Kopf schütteln oder die euch ansprechen und sagen, schämen sie sich eigentlich nicht? Oder die sich denken, ah, was soll das? Wie bescheuert ist das? Was verbraucht denn die Karre? Die braucht doch mindestens 20 Liter. Und ihr sagt dann, ja, eher so 25. Damit müsst ihr halt rechnen. Hier hinten gibt es einen Tankdeckel, den werdet ihr auch oft brauchen. Und ansonsten sind wir auch schon am Ende vom Auto. Gucken wir uns mal das Heck an. Ja, und hier am Heck, da kommt dann natürlich ein Kofferraum zum Vorschein. Könnt ihr per Schlüssel öffnen oder per Druck auf eine Taste. Der hat 467 Liter Ladevolumen. Eigentlich wollte ich euch gerne anhand einer Banane einen Größenvergleich geben, aber wir haben hier nur eine passend zum Auto monströs riesige Zucchini und wir wollten, dass wenigstens ein bisschen was Grünes hier mit dem Auto dabei ist. Das sind 467 Liter, eine aktuelle Mercedes E-Klasse. Als Limousine hat 540 Liter Ladevolumen. Der ist hier ausgekleidet nochmal mit so einer Matte. Wirkt alles nicht so ganz so hochwertig, ist aber halt funktional und hier geht echt viel weg. Man kann auch noch die Rücksitzbank umklappen im Verhältnis 60 zu 40, aber, und ich entschuldige mich an dieser Stelle, vielleicht weiß einer von euch Auskennern bei diesem Auto das, ich finde einfach keine Volumenangaben für den Kofferraum mit umgelegter Sitzbank. Sorry. Eine Besonderheit gibt es hier hinten noch. Das hier ist die Notfallentriegelung. Die brauchen alle amerikanischen Autos, ist bei denen Pflicht, damit man im Falle einer Entführung von innen den Kofferraum öffnen kann. Hört sich komisch an, ist aber tatsächlich so. Und das leuchtet sogar im Dunkeln. Ich mache ihm die Klappe wieder zu. Das geht nicht elektrisch, sondern per Muskelkraft. Ist ja auch ein Muscle Car. Und dann, falls ihr euch jetzt wundert, warum hier hinten jetzt ein anderes Kennzeichen dran ist und kein Kennzeichen von Kennzeichen Express, was ich sowieso nicht verstehen kann, warum irgendjemand mit anderen Kennzeichen außer von Kennzeichen Express rumfahren sollte. Diese Kennzeichenmulde ist schmaler als die hier in Deutschland üblichen. Und jetzt kommt's. Das ist kein Scheiß. Dafür ist eine extra Zulassung mit Abnahme im Fahrzeugschein, dass hier eine schmalere Kennzeichenmulde gefahren werden darf. Ah, das ist so deutsch, unglaublich. Deshalb braucht man hier ein kürzeres Kennzeichen und natürlich auch einen kürzeren Kennzeichenträger. Ansonsten haben wir hier hinten die wunderschöne durchgängige Lichtsignatur. Das macht den Charger einzigartig. Ich finde, das sieht echt richtig schön aus. Geblinkt und gebremst und alles andere wird natürlich rein statisch. Es gibt hier keine Spielereien wie dynamische Blinker oder sowas. Mittig steht nochmal fett Dodge in Silber und darüber eine Rückfahrkamera, die setzt sich aber beim ersten Regentropfen sofort zu. Das kann ich euch versprechen, kann man dann auch leider nicht sauber machen. Eine Etage drüber noch eine fette Theke, die dafür sorgt, dass wir hier auf der Hinterachse ein bisschen mehr Anpressdruck haben, wenn wir etwas schneller fahren. Und wenn wir unseren Blick dann wieder weiter nach unten wandern lassen, dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4 Sensoren für die Park Distance Control. Die hat unser Auto jetzt auch ausschließlich hinten. Ich muss aber sagen, das reicht mir im Alltag. Und dann natürlich was ganz Wichtiges. Die beiden Flöten hier hinten, richtig schön fett. Hier ist dieses Mal eine Abgasanlage von der Firma NAP drunter. Gibt es direkt so zu kaufen bei AEC. Ist mit Zulassung, ist mit TÜV, alles gut. Ist eine Klappenabgasanlage. Und wenn die Klappen offen sind, dann ist die einfach so asozial laut. Das ist unglaublich. Und an dieser Stelle mal eine Bitte, falls ihr euch so ein Auto kauft, ne? Lasst die Klappen einfach zu in so Wohngebieten oder sowas, weil es ist, ich mag das, aber es ist einfach zu laut. Ich weiß, ihr wartet drauf und ich habe auch tierischen Bock, aber bevor wir jetzt gleich eine Runde drehen, wollte ich mich wenigstens einmal noch kurz nach hinten setzen. Ich sitze hinter mir selbst, ich bin 1,84 groß, der Fahrersitz ist auch auf meine Körpergröße eingestellt und ist es eine typische Ami-Sitzposition eingestellt. Also ich sitze nicht besonders nah am Lenkrad, sitze relativ chillig da drin. Meine Knie berühren immer noch nicht den Sitz vor mir. Ich habe noch genug Platz, ich habe ja noch eine kleine Ablagetasche. Es fühlt sich so vom Sitzgefühl hier hinten
mehr so ein bisschen nach Sofa als nach Auto an, ist aber echt nicht ungemütlich. Das Einzige, was ich ein bisschen semi-optimal finde, ist die Kopffreiheit, denn das Dach fällt nach hinten doch schon merklich ab und ich stoße so gerade eben so mit meiner Frisur hier oben an. Wenn ich mich wirklich hinten anlehne, dann ist das Problem behoben, denn dann ist das Dach wieder etwas höher, da sitze ich nämlich schon unter der Heckscheibe. Ansonsten habe ich hier hinten noch in der Türtasche relativ viel Platz. Ich kriege ein Portemonnaie oder so easy rein. Ich bekomme auch eine 0,5 Liter Flasche rein. Ich habe extra für euch passend zu diesem Auto eine Dose Dr. Pepper Cola besorgt. Die passt hier auch ganz easy rein. Was ich leider nicht habe, und das verstehe ich nicht so ganz bei einem Amerikaner, ich habe keine Mittelarmlehne. Ich kann das hier nicht runterklappen, denn dieses Mittelteil ist verbunden mit meiner Rücksitzlehne. Wenn ich die Rücksitzbank umklappe, fällt das also mit um. Ich habe ansonsten hinterm Fahrersitz und hinterm Beifahrersitz nochmal Popo-Heizung. Die kann ich mir in 2 Stufen regeln. Ich habe keine dritte Klimazone, dafür aber für jeden Sitzplatz hier hinten nochmal einen extra Ausströmer, den ich regeln kann, und 2 altmodische USB-Anschlüsse. Ja, ansonsten habe ich hier hinten Isofix, das versteckt sich so zwischen den Polstern, kann ich eine Babyschale reinklicken und ich kann natürlich auch hier hinten das Fenster elektrisch öffnen und schließen und das fährt auch komplett runter und das ist auch sehr wichtig bei so einem Charger, denn Charger fährt man natürlich nur richtig mit dem aus dem Fenster hängenden Arm. Das ist ja wohl klar und genau das werden wir jetzt zusammen tun. So Leute, ihr habt es geschafft, ihr habt lang genug gewartet, ich habe auch Bock. Ich drücke jetzt auf Zündung, die Klappen sind schon offen, oder? Ja, sie sind offen. Wollen wir die Katze doch mal zum Leben erwecken? Klingt ziemlich zahm, wenn der Motor schön warm ist, so wie jetzt gerade. Ja, wenn er schön kalt ist, dann startet die Hellcat immer zur Freude beider Nachbarn mit voll offenen Klappen und ist echt laut. Das klingt echt kernig. So, direkt vorneweg, weil das sind so 2 Dinge, die sind in dem Auto relativ offensichtlich und alle fragen es mich und eigentlich ist es logisch. Erstens der Verbrauch. Alle kommen und sagen, der braucht doch mindestens 20 Liter und dann sage ich, nee, braucht er nicht. Ich brauche meistens so 22, 23. Ich habe jetzt auf den letzten 585 Kilometern Langstrecke so knapp unter 19 Liter Verbrauch. Aber sobald man mal ein bisschen drauf tritt, steht da deutlich mehr drauf. Und der zweite Punkt, fährt eigentlich so eine Hellcat richtig quer. Und was soll ich sagen, es ist ein Hecktriebler mit 717 PS und 881 Newtonmetern Drehmoment. Und es ist fast... Also es ist so leicht, mit dem Auto quer zu fahren. ihr müsst das Gaspedal nur schief angucken und das Ding geht quer und ihr lasst so eine Rauchwolke stehen. Es ist einfach eine Freude und das bringt mich jedes Mal zum Grinsen. Übrigens, kurz eine Sache. Ich fahre jetzt in den öffentlichen Straßenverkehr. Bis eben gerade haben wir uns noch auf einem abgesperrten Privatgelände befunden. Wenn ihr sowas machen wollt, wie wir gerade, so muss ich querfahren, macht das bitte nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Ich habe auch extra ein Firmengelände mir rausgesucht und das mit denen abgesprochen. Macht sowas nicht auf der Straße. Sucht euch irgendwelche großen Flächen, wo euch das tatsächlich auch jemand erlaubt. Und jetzt zieht hier von draußen so ein kleines bisschen der Gummiqualm rein. Es ist einfach nur herrlich. So, damit hätten wir ja die 2 Grundfragen beim Fahren einer Hellcat geklärt und können uns jetzt mal dem Rest widmen. Wenn ich mich hier so umgucke in der Hellcat im Charger, ja, natürlich, ich kann es nicht von der Hand weisen, es ist alles Plastik. Und zwar auch alles so, nur so semi-hochwertiges Plastik. Es knarzt auch alles so ein kleines bisschen, wenn ich hier so drauf rumdrücke. Die Türverkleidung, das ist feinstes amerikanisches Kunstleder. Die 3 Knöpfchen hier, um meine Memory-Funktion am Sitz einzustellen, ja, das ist auch alles nicht so ganz so hochwertig. Leute, ich muss hier mal ein bisschen Luft reinlassen, sonst ist hier die ganze Zeit der Qualm. Ich weiß gar nicht, ob ihr es seht. Und das fühlt sich auch alles nur so mäßig hochwertig an. Aber man muss natürlich auch mal ganz ehrlich sagen, es wird sich wohl
kein Hellcat-Kunde dieses Auto kaufen, weil er hier so einen unglaublich hochwertigen und toll verarbeiteten Innenraum bekommt, sondern wegen diesem Schätzchen, was dort vorne unter der Motorhaube sein Werk tut. Und die Frage ist ja auch, wie lange wird man so etwas überhaupt noch kaufen können? Der Dodge Chef hat schon angekündigt, die nächste Generation der Hellcats, die wird nicht mehr mit so einem monströs fetten V8 kommen, die wird in irgendeiner Form einen anderen Antriebsstrang bekommen. Und das ist natürlich schade und umso interessanter ist es doch, so ein Auto jetzt nochmal zu fahren. Wir sind gerade auf einer Autobahnauffahrt, denn ich will gleich noch so eine Grunddiskussion klären. Ich höre von ganz vielen Leuten, ja, 717 PS, 881 Newtonmeter, das ist doch alles total grobschlächtig und das ist doch eigentlich nicht wirklich schnell. Klar, so ein Ami V8, ne, der hat zwar richtig viel Bums, der macht dicke Backen, aber wirklich schnell ist es nicht. Und genau dieser Frage werden wir jetzt auf den Grund gehen. Ich habe hier vor mir eine Autobahn, auf der keine Tempobegrenzung ist und auf der 3 Spuren pro Richtung zur Verfügung stehen, also richtig schön viel Platz, um potenziell mal etwas schneller zu fahren. Und das machen wir jetzt auch. Ich mache ihm die Klappen mal auf, denn die Abgasklappen der NAP-Abgasanlage gehen eh ab einer gewissen Drehzahl von selbst auf. Fahrmodus ist Sport und ich drehe einfach mal bei 80 rein in den Karton. Ja, und dann zieht sich so ein bisschen. 280. 293 und 300, da standen sie kurz drauf. Ja, und ihr merkt schon, ich sag mal so, bis 240, 250 fühlt sich dieser Hellcat genau so an, wie man sich das vorstellt. Es fühlt sich nach 717 PS und fast 900 Newtonmeter Drehmoment an. Es geht brutalst vorwärts, das ist wirklich einfach nur Gewalt, die da hinten auf die Hinterachse losgelassen wird. Aber dann wird's ja so ein bisschen zäh. Und das ist das Problem, was ich schon oft bei amerikanischen Autos gesehen habe, so oben raus, die Corvette hat das zum Beispiel auch, oben raus sind die meisten europäischen Autos einfach schneller. Aber ich sag euch jetzt eins, das ist mir so Latte, weil solange das Auto beim Kickdown bei 160 das hier macht, wirklich, dieser Sound ist alles andere egal. Und das waren schon wieder 230. Ey, ganz ehrlich, Leute, wie das Auto losschreit, das ist halt auch nicht so ein typischer europäischer V8-Klang, wie zum Beispiel bei einem E63 etwa, der so sehr clean und sehr im Labor erzeugt wirkt, sondern das ist halt hier so ein unglaublich raues, so ein Schreien, und diese Schaltvorgänge. Das Auto brüllt einfach so richtig. Das klingt wie so ein klassischer alter Rennwagen, wie wenn du an der NASCAR-Strecke stehst und da so eine Bude mit, keine Ahnung, 400 oder was die drauf haben, an dir vorbeihämmert. So klingt das und so fühlt sich das an und du hast das Gefühl, dass du richtig spürst, wie diese massigen, fetten Zylinder da, 6,2 Liter hat der Motor, ja, hoch und runter schnellen und eigentlich nicht mehr viel fehlt vom Gefühl her, dass sie oben durch den Zylinderkopf und durch die Motorhaube rausmarschieren und du sitzt hier nur drin und denkst dir so, 280, 285, 290 und ich frage mich immer, wie sich das anfühlt, wenn du mit dieser Soundorgie an einem anderen Verkehrsteilnehmer vorbeifährst. Ist so, du fährst so nichtsahnend auf der mittleren Spur und auf einmal geht's links neben dir und du hörst die Karre halt wirklich bis zum Horizont, wenn du hier nicht aus dem Gas rausgehst. Das ist einfach so krass. Es ist, ja ehrlich, vollkommen unnötig und natürlich auch irgendwie asozial und irgendwie auch ein bisschen dumm oder ja, so primitiv. Aber es ist auch irgendwie wirklich geil. Also wenn man was dafür übrig hat, dann macht das einfach einen tierischen Spaß. Und wenn ich jetzt hier mal auf
Sportstelle. Dann wird alles ein bisschen straffer, die Lenkung wird ein bisschen straffer, die Gänge werden etwas länger gehalten und das Getriebe schaltet viel williger mal einen Gang runter. Wenn man jetzt ein bisschen Gas gibt, werden direkt zwei, drei Gänge runtergeschaltet und dann geht's vorwärts. Und dann fährt sich so eine Hellcat auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Viele Leute denken und viele Freunde von mir, die das Auto sehen, sagen, ja, das fährt sich doch bestimmt wie so ein Sack Nüsse. Typisch amerikanisches Auto, wankt total rum, überhaupt nicht gut, um wirklich mal schnell zu fahren. Das ist nicht der Fall. Dodge hat hier mit dem Fahrwerk in der Hellcat echt einen guten Job gemacht. Es ist relativ straff, das merkt man auch. Die Hellcat ist im Alltag kein übermäßig komfortables Auto, aber dafür lässt sich halt auch wirklich mal sportlich fahren. Das Getriebe schaltet wirklich unglaublich schnell, überraschend schnell. Es ist eine 8-Gang-Automatik von ZF, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Die bauen super Getriebe, sind zum Beispiel auch bei BMW vertreten. Ich habe eine unfassbar hohe Traktion auf der Vorderachse, also das Thema Untersteuern. Das gibt es einfach nicht in diesem Auto. Ich habe verschiedene Fahrmodi zur Verfügung. Da wären Auto, Custom, Sport und Track. Und dann kann ich mir diese Fahrmodi nochmal individualisieren. Ich kann dann zum Beispiel hingehen und im Fahrmodus nochmal sagen, wie viel Leistung möchte ich? 717 oder 500 PS? Wie soll das Getriebe eingestellt sein? Track, Sport oder Street? Sollen die Schaltwippen am Lenkrad aktiv sein? Ja oder nein? Wie soll die Traktionskontrolle sein? Street, Sport oder Track? Übrigens, auf Sport könnt ihr schon ziemlich sahnige Drifts ziehen. Auf Track geht das eher nicht, denn da versucht die Traktionskontrolle Schlupf zu vermeiden für eine gute Rundenzeit. Ich kann einstellen Federung, Street, Sport, Track und genauso Lenkung, Street, Sport und Track. Was für ein Zungenbrecher. Mein Custom-Modus übrigens volle Leistung an der Kette und alles andere auf Komfort. Wir gehen jetzt aber zusammen in den Sportmodus und hier steht dann auch noch mal eine Launch Control zur Verfügung und da kann ich sogar einstellen, mit welcher Motordrehzahl ich starten will. Ich lasse das jetzt hier bei den voreingestellten 1300 Umdrehungen und würde sagen, wir probieren die Launch Control einfach mal zusammen aus. Dafür gibt es direkt einen Knopf, Bremspedal betätigen und schnell Vollgas geben. Bremse, schnell Vollgas und go! Und ihr seht's. Die Leistung geht einfach völlig in Rauch auf. So eine Launch Control ist ja eigentlich dafür da, um einen möglichst guten Kompromiss aus Schlupf auf der Hinterachse oder eben auf den angetriebenen Achsen und Vortrieb, also Beschleunigung, zu erzeugen. Dieses Auto schafft das aber einfach nicht. Dieses Monstrum von V8 plus Kompressor dort vorne drauf hat so viel Power, dass alle Regelsysteme den Dienst quittieren und sagen, nein, mache ich nicht, leck mich, ich bin raus, ciao. Und er geht volle Kanne durch. Und jetzt habt ihr ja gerade gesehen, der fängt auch so richtig an, sich quer zu ziehen. Und da musst du echt vorsichtig vom Gas gehen und bist hier am Lenkrad beschäftigt. Ich habe es zum Teil schon erlebt, dass ich so bis zu 90 Grad Lenkeinschlag während der Launch Control hatte, um das Auto so ungefähr auf Kurs zu halten. Also es ist schon, das macht Spaß, das ist überhaupt nicht schnell und das fühlt sich absolut irre an. Und ihr habt ja gerade gehört, ich hatte die Klappen im Auspuff jetzt zu und da will ich auch gleich mal zu einem Punkt kommen. Ja, das Auto klingt wahnsinnig gut mit offenen Klappen, es ist aber auch wirklich wahnsinnig laut. Und inzwischen, je länger ich diese Hellcat fahre, umso mehr kann ich mich für diesen Klappen-zu-Kompressor-Sound begeistern, denn das ist so ein Punkt, der ist echt richtig schön gelungen, finde ich, bei dem Auto. Viele andere nervt das, aber hört mal genau rein. Dieses Kompressorgejaule macht kaum ein anderes Auto so wie so eine Hellcat. Achtung! Boah, wirklich, ey. Das verkörpert für mich so unglaublich viel Kraft. Und jeder Autofan, der sich ein bisschen technisch auskennt und dieses Geräusch hört, dieses heisere Jaulen, der weiß sofort, was Sache ist und man hört dieses Gejaule nicht nur hier drin, sondern man hört das auch richtig laut von außen und das fühlt sich einfach so schön an. Ich kann gar nicht genug davon bekommen von diesem Geräusch. Tja, und was soll ich euch sagen? Diese ganzen Punkte, der Sound, der Speed, das Gefühl von dem Auto, dieses urtümliche, urgewaltige, du hast so ein kleines bisschen das Gefühl, dass du dich diesem Auto auch ja, ein bisschen auslieferst und das sorgt für so ein angenehmes Thrill-Level. Das ist so,
Es ist nicht angsteinflößend, zumindest nicht für mich, aber es ist immer so ein bisschen so ein Kribbeln im Bauch und das lässt mich alles halt über so Sachen hinwegsehen, wie diesen echt uralten 4:3 Screen hier in der Mitte, wo ich meine Sachen drauf einstellen kann, die unfassbar pixelige Rückfahrkamera, dann die Knöpfe hier am Lenkrad, die mich halt auch im ein oder anderen Fiat-Modell anlachen, genauso wie die Klimabedienung hier unten. Ja, klar ist alles oldschool, alles analog und richtige Drehknöpfe. Das passt aber auch irgendwie zu dem Auto. Es lässt mich auch irgendwie darüber hinwegsehen, dass diese Mittelkonsole halt echt rumknarzt, als würde sie gleich abfallen. Ja, das ist halt so. Aber das Auto weiß eben einfach, durch andere Sachen zu überzeugen. Zum Beispiel hierdurch. Ist einfach ein Genuss. Puh. Ist das übertrieben? Ja. Ist das unnötig? Wahrscheinlich. Ist das irgendwie asozial? Auch so ein kleines bisschen. Macht trotzdem unverschämt viel Spaß? Ja, natürlich. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich sowas blöd finde. Und vielleicht mal an dieser Stelle, weil ich jetzt schon wieder die Kommentare lese, das kann man der Umwelt doch nicht antun. So ein Auto, der Verbrauch, 6,2 Liter Hubraum. Ihr dürft bei der Geschichte auch nicht vergessen, wann habt ihr das letzte Mal so ein Auto auf der Straße gesehen? Das ist verschwindend gering, der Anteil dieser Fahrzeuge. Und ich finde es schön, dass es sowas in solchen ganz kleinen Mengen überhaupt noch gibt. Denn ganz ehrlich, ich finde es einfach faszinierend, mit diesem Monstrum von Motor so grobschlächtig, roh und gewalttätig durch die Gegend zu fahren. Das ist kein richtig schönes Autofahren, aber es macht trotzdem extrem viel Spaß. Und eins muss man natürlich mal sagen. Knapp 90.000 Euro ist natürlich sehr viel Geld, aber wenn man das mal ins Verhältnis setzt, ihr bekommt dafür 717 PS und 881 Newtonmeter, zeigt mir überhaupt mal ein anderes Serienfahrzeug, was so viel Leistung hat und dann guckt da mal aufs Preisschild. Alles in allem also wirklich ein sehr interessantes Fahrzeug. Sagt mir echt mal richtig gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ihr dürft auch super gerne sagen, finde ich richtig furchtbar, habe ich kein Problem damit. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet super gerne auch beim nächsten Video mit wieder ein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal. Und wenn ihr auf die Glocke drückt, dann gibt es noch so eine kleine Push-Benachrichtigung, wenn das nächste Asphalt-Art-Video online geht. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ich drehe noch eine Runde mit der Hellcat. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao. Hey, what's the matter with the bride?